habe ihn gesungen von einem Fehler. Das ist kein Fehler in diesem Welt, das ist ein Fehler zwischen einem zornigen und einem heiligen und einem gerechten Gott und einem Sünder. Ja, der Mensch hat ein Problem. Und wir versuchen die Resultate auszugleichen mit Friedensabkommen, mit sozialer Hilfe, mit allerlei völlige menschliche Unterstützung. Aber das wahre Problem eines Menschen ist sein sündiges, unverzagtes Herz. Die Bibel sagt, er ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Allen haben sie gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie an Gott haben sollten. Denn der Tod ist laut Sünde soll. Ja, die Bibel sagt, die einzige Sicherheit, die sie haben, ist, dass sie sterben müssen. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Es kommt der Moment, dass jeder Mensch sich für seinen Schöpfer verantworten muss. Für diejenigen, die Himmel und Erde gemacht haben. Die Frage ist, wie antworten Sie ein Heiliger und einen gerechten Gott auf die Frage, was haben Sie mit Ihrem Leben getan? Und vor allem, was haben Sie getan mit dem Gottmensch Jesus Christus? Er hat gesagt, in der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, er hat auch gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich soll Ruhe finden für eure Seele. Denn meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Was hat der Mensch gesagt, der 2000 Jahre her am Kreuz genagelt wurde? Ohne Schuld. Pilatus sagte dreimal, ich finde keinen Schuld in diesem Menschen. Herodes fand keinen Schuld an ihm. Das Sanhedrin, der jüdische Rat, konnte ihn von keinen Fehler überzeugen. Doch wurde er überliefert als Dieb, als Mörder, bekreuzigt zwischen zwei Mörder. Warum war das? Er wurde als Unschuldiger bekreuzigt, um für sie aus Namen Gottes zu Sündopfer gemacht zu werden. Also lieb hat Gott diese Welt gehabt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Weil Gott hat sein Sohn nicht geschickt in diese Welt, dass er diese Welt richte, doch dass diese Welt durch ihn, dass ich durch selig werde. Christus ist gestorben für unsere Sünde nach den Schriften. Er ist begraben und am dritten Tage aufgestanden nach den Schriften. Sie brauchen deswegen keine Religion, nicht Mohammedanismus, Hinduismus, Katholizismus, Konfuzianismus, Buddhismus haben nichts von sie persönlich getan. Aber Jesus Christus, Gottes Sohn, ist aus Liebe an ihre Stelle am Kreuz genagelt worden, um ihre Sünden Schuld zu tragen, um ihnen das ewige Leben zu geben. Er ist fähig und er ist aufgestanden von dem Tod. Er lebt und steht deswegen an die Tür ihres Herzens und sagt, sie steht an der Tür und klopft an. Wenn jemand meine Stimmen hören wird und die Tür auftut, zu dem will ich einkehren und Nase mit ihm halten und er mit mir. Ja, der Sünde Tod ist der Tod, aber Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott hat eine Gabe, ein Geschenk, es ist ewiges Leben. Es ist zu finden, nicht in dieser Kirche, wo es ganz katholisch, Islam, eine Moschee, aber in einer Person. Und die Name dieses Persons ist nicht Mohammed, Buddha, Konfuzius, ein Pap oder Maria, es ist nur der Herr. Jesus Christus, Gott offenbart im Fleisch, der Alpha, der Omega, der ist, der war, der kommen soll, der Allmächtige. Er kam aus Gott im Fleisch, um ihre Sündenstrafe auf sich zu nehmen. Das ist die wahre Liebe Gottes, wo offenbart am Kreuz in Golgatha. Aber er ist aufgestanden. Er möchte, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott. Deswegen bitte ich Ihnen aus Botschaften Gottes, lassen Sie sich versöhnen mit dem lebendigen Gott, bevor es zu spät ist. Weil die Bibel sagt, wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Danach das Gericht. Gott hat einen Menschen bestimmt in dieser Welt,
ihn ins Persönliche richten soll, lagen ihm von den Toten auferweckter. Dieser Mensch hat eine Antwort auf drei wichtige Fragen. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist: Sind Sie glücklich? Haben Sie das wahre Glück in Ihrem Leben gefunden? Zweitens, haben Sie auch Schrift? Und wissen Sie, wo Sie die Ewigkeit verbringen? Sind Sie sicher, dass Ihre unsterbliche Seele die Ewigkeit im Himmel verbringt? Und drittens, haben Sie das auch Schrift, dass wenn Ihr Körper stirbt, Ihre unsterbliche Seele die Ewigkeit im Himmel verbringt? Nur die Heilige Schrift von Martin Luther hat eine Antwort, eine positive Antwort auf jede dieser drei Fragen. Ein Mensch kann glücklich sein in einer lebendigen Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Die Bibel sagt, ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Die Bibel sagt, das aber ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben hat gegeben. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Solches haben wir euch geschrieben. Ihr glaubt am Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Glaubt im Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes. Die Heilige Schrift von Luther ist die Heilige Schrift der deutschsprachigen Leute. Die einzige Gruppe, die an Lügen prophezeien wird. Der Koran hat das nicht. Der Bhagavad Gita hat das nicht. Die Koraners haben das nicht. Aber die Heilige Schrift von Luther hat das. Altes Testament erfüllt im Neuen Testament. 48 Vorgetan erfüllt in einem Menschen Jesus Christus. Er kam, um sie zu erlösen. Nicht nur von ihren Drogenproblemen, sondern vielleicht Glück in eine neue Beziehung. Neuer Freund, eine neue Freundin. Was andere Drogen, was Alkohol, was Rausch, was Pharmazeutika. Und dann machen sie auch wieder alleine und einsam und elend. Denken über Selbstmord nach, gute Menschen, die sind gekommen, um ihnen das Leben in Überfluss zu geben. Also ich will mich nur persönlich kennenlernen, durch Glaube allein. Die Bibel sagt, denn aus Gnade seid ihr gesegnet worden. Durch den Glauben und das selbige Wissen aus euch. Gott sagt ist es, nicht aus den Werken, auf das ich nicht immer rühme. Ein Mensch kann sich nicht rühmen gegenüber Gott. Kein Mensch kann die Gesetze Gottes vollkommen halten. Juden haben 613 Gebote und keine Juden kann das Gesetz vollkommen halten. 10 Gebote sind nur ein kleines Beispiel davon. Aber ein Mensch ist es gewesen, der hat das Gesetz erfüllt. Der Herr Jesus Christus, der Beweis, er ist von den Toten aufgestanden. Der lebt und niemand mehr gestorben. Das kann Mohammed, das kann Buddha, das kann Konfuzius nicht sagen. Deswegen ist diesem Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn du nicht. Darum kommt nicht zu Jesus Christus. Er sagt, komm her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens und Tod. Es braucht ihnen überhaupt nichts, um errettet zu werden, um Vergebung ihrer Sünden zu bekommen und Erlösung von ihrer Seele von der Hölle zu bekommen. Es kostet ihnen nichts, um das ewige Leben als Geschenk aufzunehmen. Aber es hat Gott, den einzigen Sohn, der Herr Jesus Christus gekostet. Was für eine große Liebe, der Gott von Himmel und Erde ihnen beweisen, durch den einzigen Sohn, Jesus Christus, sterben zu lassen an einem Kreuz für sie persönlich. Also hat Gott ihnen geliebt, dass er seinen einzigen geborenen Sohn gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Deswegen glaubt an den Namen des einzigen geborenen Sohnes Gottes, der Herr Jesus Christus, dann kannst du heute selig werden, du und dein Haus.